sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Was sagen Sie dazu? Es ist ja kompletter Blödsinn, was die Frau redet. Also im Grunde genommen, nachdem sie ja Ärztin ist, hat ihr die Approbation entzogen und ist keine Strafmaßnahmen eingeleitet. Also so ein Nonsens, wie die Dame erzählt, sowas habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich meine, die FPÖ, was die macht im Moment, ist bewusst die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben und ganz bewusst Menschen aufhetzen mit Fehlinformationen, und zwar wirklich bewusster Fehlinformation. Und das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Weil eben Sie wissen, wie es in den Spitälern wirklich aussieht. Ja, natürlich. Natürlich. Wir haben keinen einzigen Impfschaden und meine anderen Kollegen haben auch keinen Impfschaden. Was wir haben, sind viele Ungeimpfte mit schweren Covid-Verläufen. Und leider Gottes auch viele Junge. Und viele junge Menschen, auch Ältere, werden ihr Leben verlieren wegen der blöden Erkrankung. Wie kann man sowas überhaupt behaupten, dass das Geimpfte sind im Spital liegen und zwar aufgrund der Impfung? Also behauptet er, dass sie aufgrund der Impfung im Spital behandelt werden müssen. Schauen Sie, das ist einfach das bewusste Verbreiten von Falschmeldungen, ähnlich wie es der Donald Trump gemacht hat. Ich meine, wenn wir uns jetzt ganz ehrlich sein, die Partei hat ja kein Programm mehr. Es ist ja, das Ausländerthema ist besetzt. Und was bleibt Ihnen nachher noch übrig? Viel ist es nicht. Und jetzt mobilisieren Sie halt wie soll man sagen, Querdenker kann man nicht sagen, sondern die Verschwörungstheoretiker, die Rechtsradikalen, nachher Leute, die ganz im linken Eck sind und schauen halt, dass sie so einigermaßen noch Zuspruch finden. Aber ein echtes Programm siege bei denen nicht.